Guten Abend und herzlich willkommen zur nächsten Sportart hier für Sochi 2014. Ja, und wir sind bei der nordischen Kombination. Das ist für mich eigentlich die Sportart, wo es prozentual gesehen von den Wettkämpfen her die meisten Goldmedaillen geben kann. Also wir haben hier zwar nur 3 Goldmedaillen zu verteilen, 2-mal Einzel, 1-mal Team. Allerdings ist ein Athlet, der Erik Frenzel, derzeit in so einer super Verfassung. Also der hat wirklich in den letzten Rennen alles abgeräumt. Und der wird hier mit Sicherheit 1-2 Goldene mitnehmen, vielleicht sogar im Team dann auch noch. Also diese Sportart kann ähnlich wie beim Rodeln richtig schön vergoldet werden aus deutscher Sicht. Ja, die Sportart besteht einmal aus Skispringen, Normalschanze, und einmal aus dem Laufen und wird dann quasi kombiniert. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie das gerechnet wird, aber ich glaube, irgendwie ein Meter sind irgendwie 2-3 Sekunden. Könnt ihr aber selber herausfinden, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert. Aber die Mischung aus beiden ist hier natürlich dann am wichtigsten. Also beim Laufen kann man natürlich viel Zeit gut machen, aber Springen ist auch nicht ganz unwichtig. Kommen wir mal zu den einzelnen Disziplinen. Ja, bei der Normalschanze, das ist die kleinere, fängt am 12. Februar das Springen um 10.30 Uhr deutscher Zeit an und die 10 Kilometer sind dann am gleichen Tag, 3 Stunden später, um 13.30 Uhr. Ja, 2010 hat hier Jason Lamy-Chapuis aus Frankreich die Goldmedaille geholt und wie auch schon gesagt, ist hier Erik Frenzel, der Deutsche, absoluter Topfavorit. Gleiches gilt für die nächste Disziplin, das ist die Großschanze. Hier haben wir auch, wie gesagt, die Großschanze, ich weiß jetzt nicht die K-Punkte, also wie groß die sind. Ich glaube, die kleine dürfte so zwischen 90 und 95 sein, die große dann irgendwie 115 bis 120, vielleicht 125 von der Weite her. Und ja, auch hier werden dann 10 Kilometer im Anschluss gelaufen. Und hier hat der Amerikaner Bill DeMong 2010 in Vancouver Gold geholt. Und auch hier ist Erik Frenzel klarer Favorit. Ja, kommen wir noch zum Teamwettbewerb. Da haben 2010 die Österreicher gewonnen. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt, so leid es mir tut, in diesem Jahr jetzt nicht so auf dem Zettel, sondern ich denke eher, dass es ein Dreikampf werden kann zwischen den Franzosen, den Norwegern und auch den Deutschen natürlich. Ja, die Großschanze ist dann auch hier wieder für die Springen und danach wird dann quasi ein Staffelrennen gemacht, 4x5 Kilometer um 12 Uhr Mittag deutscher Zeit. Ja, auch hier, wie gesagt, ich rechne eigentlich damit, dass die Deutschen hier auch den Titel holen werden. Also es kann sein, dass wir hier wirklich 3-mal Gold holen bei 3 Disziplinen und dass die Ausbeute hier richtig, richtig gut sein wird. Ja, die Orte, wo gesprungen wird, natürlich ist es auch die gleiche Schanze wie beim Skispringen. Und zwar im Russski Gorki Skisprungzentrum. Und auch Laura Biathlon und Skilanglaufzentrum wird für die Loipe herhalten, also für die Langlaufwettkämpfe. Da sind ja auch die Biathlon- und die Langlaufwettkämpfe. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein. Lange ist es nicht mehr hin, bis die Spieler anfangen. Und ja, die letzten Sportarten fangen dann jetzt in Kürze auch wieder an. Die nächste Sportart gibt es dann direkt morgen Abend um 21 Uhr und das wird der Short Track sein. Auch eine sehr interessante Sportart, da ist auch richtig viel Action drin und da würde ich mich doch freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Gerne dürft ihr das Video auch teilen, einen Daumen hoch geben, gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwas anders seht, wenn ihr Anmerkungen habt. Freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr da euch mal mitteilt und ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen Abend um 21 Uhr mit dem Short Track. Bis dann!